Hallo zusammen und alle ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Videoserie, das mal zum Thema Variation Exercises. Variation Exercises sind, wie es der Name schon sagt, Variationen der Grundübungen, also Squat, Bench und Deadlift in einer leicht umgewandelten Form. Sie geben uns die Möglichkeit, Schwachpunkte in Bewegung auszukorrigieren, bestimmte Muskelpartien gezielt stärken und sie ein wertvolles Tool beim Loadmanagement in der Trainingsplanung. Im Powerlifting erfolgt die Auswahl immer mit der Absicht und dem Ziel, so unsere Wettkampfdisziplinen langfristig können stärken. Natürlich können die Variation Exercises aber auch als Übung an sich trainiert werden, um neue Reize zu setzen und Abwechslung ins Training reinzubringen. Aber genug von Theorie, wir gehen gerade in die Praxis, in die Tracks. Heute fangen wir an mit 3 Variationsübungen für einen Squat. Unsere erste Variation ist ein Safety Bar Squat. Für das brauchen wir die spezielle Safety Bar. Die erste Besonderheit hier sind die Griffe vor dem Körper, was schon mal zu einer super Alternative macht für alle Personen mit Schulterproblemen, die eben nicht im klassischen Backsquat-Griff greifen können. Zudem haben wir die Stangenablage sehr hoch auf dem Rücken und dann nach vorne und gegen oben versetzte Scheibenaufnahme. Wir sind auch also in einer sehr aufrechten Position, wo wir auch quasi gezwungen werden, die durch die ganze Bewegung aufrechtzuerhalten und eben nicht nach vorne zu kippen, wie das sonst beim klassischen Backsquat häufig der Fall ist. Wir haben also eine super Core-Stabi-Übung, können unseren Unterrücken entlasten und dafür die Beine, vor allem die Vorderseite, Quadrizeps, speziell belasten und so trainieren. Unsere zweite Variation sind Pin-Squats. Für das befestigen wir Pins, befestigen, und zwar auf der Höhe, wo die Stange ist, wenn wir uns am tiefsten Punkt der Bewegung befinden. Von hier aus squatten wir runter, bis die Stange ruhig auf den Pins aufliegt. Von hier aus haben wir die Aufgabe, die Stange von diesem toten Punkt wieder nach oben zu beschleunigen. Das im Gegensatz zu einem normalen Backsquat, wo wir an dieser Stelle vom Stretch-Reflex profitieren würden. Wir können also den Umkehrpunkt von exzentrischer in die konzentrische Bewegung hier perfekt dran trainieren. Ebenfalls helfen uns Pin Squats dabei, einen geraden Barpad zu etablieren. Und natürlich, wenn du tendenziell immer zu hoch beugst, lernen tiefer zu beugen, weil du ja nicht umkehren darfst, bevor die Stange auf den Pins ist angekommen. Unsere dritte und letzte Variante für heute ist ein Belt Squat. Für das sind wir vorgegangen, unsere Pit Shark Belt Squat Maschine. Der Name sagt schon, Belt Squat, wir arbeiten hier also mit einem Gurt um unsere Hüfte herum. Das macht zu einer sehr wertvollen Übung für alle Personen mit Rückenproblemen, da wir hier keinen vertikalen und axialen Druck haben, der auf unsere Wirbelsäule wirkt. Natürlich kann der Belt Squat auch von gesunden Athleten trainiert werden, die einfach mal den Fokus rein nur auf die Beine legen. In der Regel kann hier ein sehr grosses Gewicht bewegt werden, sodass wir einen grossen Reiz sowohl für Kraft- wie Muskelzuwachs setzen können. Als kleines Extra legt ihr noch so Mättchen unter drauf, dann seid ihr noch in einer höheren Startposition, habt eine verlängerte Range of Motion und könnt so noch einmal einen grösseren Reiz setzen. Viel Spass und Erfolg beim Ausprobieren!